Gibt es eine Dienstverpflichtung? Ja und nein. Dienstverpflichten kann dich Vater Staat und der Katastrophenschutz, aber nicht der Arbeitgeber. Das Grundgesetz, mein Lieblingsgesetz und das einzige Gesetz, das ich mal gelesen habe, verbietet Zwangsarbeit. In Paragraphen 12 steht, dass niemand zu einer Arbeit gezwungen werden darf, es sei denn, du hast Mist gebaut und musst eine Gefängnisstrafe mit Arbeit abrichten oder musst Sozialstunden leisten. Aber es gibt noch den Paragraphen 12a, das sind die sogenannten Notstandsgesetze. Falls die Gesundheitsversorgung im Kriegsfall zusammenbrechen sollte, weil einfach nicht mehr genug Personen da sind, um die Verletzten zu versorgen, dürfen Frauen zwischen dem 18. und 55. Lebensjahr zum Sanitätsdienst verpflichtet werden. Pflegekräfte in diesem Rahmen dürfen verpflichtet werden, dann in die Krankenhäuser zu fahren und zu arbeiten oder halt die Krankenhäuser nicht zu verlassen. Das gleiche gilt für Altenpflegekräfte in Altenheimen oder bei Behinderteneinrichtungen. Wenn dich das näher interessiert, ich packe dir einen Link in die Infobox. Im Katastrophenfall darf man uns unter Umständen auch Dienst verpflichten. Zumindest ist es nicht verfassungswidrig, aber da sind sich die Juristen noch nicht so ganz einig. Aber mal ehrlich, wenn hier gleich ein Flugzeug abstürzt oder es ein Erdbeben gibt, meinst du, ich überlege zweimal, ob ich zur Arbeit fahre? Nein, ich bin schon längst auf dem Weg. Der Arbeitgeber darf dich nicht Dienst verpflichten. Es gibt keine Ausnahmen und keine Umstände. Lass dir keinen Mist erzählen. Wenn dir der Arbeitgeber mit Dienstverpflichtung kommt, dann sag ihm, er möchte dir bitte den Gesetzestext jetzt ausdrucken und hinlegen oder wenn du zu Hause angerufen wirst, dann soll er dir den bitte per E-Mail schicken. Was dein Arbeitgeber darf, ist dir in einem gewissen Rahmen, das nennt sich das Arbeitszeitgesetz, sagen, wo du deinen Dienst verrichten sollst und wann. Das nennt sich Dienstplan. Und sobald dieser Dienstplan einmal genehmigt ist, dann ist das Direktionsrecht des Arbeitgebers, so nennt sich das, verbraucht. Das bedeutet, er darf da auch nichts mehr dran ändern. Und wenn er was dran ändert, dann nur mit deiner Einverständnis. Genau so ist es aber auch andersrum. Das heißt, wenn der Dienstplan einmal draußen ist und du irgendwo frei brauchst, dann muss dein Arbeitgeber damit einverstanden sein. Das Einzige, was dein Arbeitgeber von dir verlangen kann, beziehungsweise wenn du es nicht einhältst, dir Konsequenzen drohen, ist, dass du im gerechtfertigten Notfall in der Schicht bist und dann länger bleiben musst. Bis zu 10 Stunden maximaler Arbeitszeit. Das darf dein Arbeitgeber von dir im Notfall verlangen. Wenn du frei hast, musst du nicht erreichbar sein. Auch nicht für die Pflegedienstleitung. Ja? Wenn dein Vorgesetzter von dir erwartet, dass du diensttauglich und abrufbereit bist, dann nennt sich das Rufbereitschaft und wird dementsprechend vergütet. Lass dir nicht drohen. Sollte ein Vorgesetzter zu so Sachen greifen wollen wie Kündigung, Abmahnung, Versetzung, dann erinnere ihn höflich, dass es sich dabei um Nötigung handelt und die ist strafbar laut § 240 im Strafgesetzbuch. Im Anschluss daran setzt du dich am besten in Verbindung mit deiner MAV, Personalrat oder Betriebsrat, je nachdem, wer bei dir zuständig ist. Ein Krankheitsausfall im Dienstplan ist kein Notfall. Damit muss dein Arbeitgeber rechnen. Er muss für solche Situationen einen Plan B haben. In der Regel ist es in der Pflege ja ein Geben und Nehmen. Das heißt, wenn ich einspringe, dann erwarte ich dafür ein Frei, am besten dann, wenn ich es haben möchte, oder eine entsprechende Vergütung oder Auszahlung. Wie du das machst, kannst du für dich selbst entscheiden. Ich wundere mich eigentlich, warum es nicht Arbeitsrecht in der Ausbildung gibt. Zumindest nicht über solche Themen. Wenn dir jemand eine Dienstverpflichtung ausspricht, dann lass sie dir schriftlich geben und melde dich dann bei, wie gesagt, Betriebsrat, MAV oder Personalrat. Die können dir dann weiterhelfen. Um Personalausfall zu kompensieren, muss man nicht immer und zu jeder Zeit sofort Pflegekräfte aller Stationen anrufen, um die Lücken irgendwie zu stopfen. Da gibt es auch noch andere Maßnahmen. Die sind aber in der Regel unbeliebt, weil sie etwas kosten oder man eventuell anderen Berufsgruppen auf die Füße treten könnte. Die anderen Maßnahmen wären zum Beispiel Betten schließen, Notaufnahme und Intensivstationen abmelden, Verlegungen planen, elektive Patienten abbestellen, Leihpersonal ranschaffen, 50 Euro Bonus auszahlen für jeden, der einspringt, das machen einige Häuser übrigens, oder einen Springerpool einrichten. Wenn die geschriebenen Dienstpläne nicht dauerhaft ausreichen, Arbeitsausfälle zu kompensieren, dann nennt sich das Organisationsverschulden. Dein Arbeitgeber ist einfach nicht in der Lage, die nötige Arbeitsleistung vorzuhalten. Bitte versteht mich nicht falsch. Es heißt jetzt nicht, dass alle Vorgesetzten oder Arbeitgeber böse sind. Ganz im Gegenteil.
Die Bereichsleitung und die Pflegedienstleitung werden ja unter massivem Druck gesetzt, Kosten zu sparen und, wenn Personalausfall da ist, das irgendwie schnellstmöglich und kostengünstig die Löcher zu stopfen. Dieser Druck kann dazu führen, dass manchmal dann unüberlegte Sachen gesagt werden, wie zum Beispiel so einen Schwachsinn wie Dienstverpflichtung. Wenn das also der Fall ist, lächle, sag, dass du das schriftlich haben möchtest oder dass dein Vorgesetzter sich das nochmal überlegen soll. Und dann versuch eine andere Möglichkeit zu finden, den Personalausfall zu kompensieren. Wie gesagt, es sind unsere ehemaligen Kollegen, die jetzt in einer anderen Position sind. Und ganz ehrlich, ich will nicht mehr mit ihnen tauschen, was jetzt nicht entschuldigen soll, dass teilweise zu aggressiveren Maßnahmen als einer Dienstverpflichtung gegriffen wird und dann gedroht wird mit Abmahnung, Versetzung oder sonst was. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, dass es keine Dienstverpflichtung gibt. Mich würde freuen, wenn ihr dieses Video teilen würdet, damit auch andere Pflegekräfte Bescheid wissen. Wenn es dir gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Mein Name ist Lukas Maximowski. Ich wünsche dir einen ruhigen Dienst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.